Also, die Big, Big, Dick Food Playlist, Tierlist. Playlist, Digga. So. Und damit haus rein. Die Food Playlist. Ja, Zomber, das ist schwierig über jede Werbung. Die Facecam zu machen. Guck mal, da ist da, dann ist Chat mit Skin. Hier kann ich die Gartenfreude verdecken, aber dann ist irgendwie auch schön. Irgendwie verdeckt die Gartenfreude, das ist easy so. Also, yo. Also, IQ-Test, Bro, das mache ich nicht. Ich habe schon mal einen IQ-Test gemacht, da kam 130 raus oder 133 oder so und jetzt sagt mir die ganze Zeit jeder, dass das Fake wäre. Bro. Mann, jetzt mach doch mal so. Los hier, ich bin jetzt so mal lochen, Digga. Also, Food. Als erstes, Chat, ihr könnt mitmachen. Esst ihr Frühstück, ist die erste Frage beantwortet im Chat. Als allererste, Cereals. Cereals? Ja. So, pass auf. Was? Jetzt wird's schon kontrovers auf meiner Seite. Jetzt werden mich Leute hassen. Okay. Cereal kommt auf A für mich, weil es ist ja keine spezifische Sorte, es sind ja mehrere, ne? Ja. Du hast demnach die Auswahl der Auswahlen. Du kannst Honig fressen, Schoko fressen, Zinni-Minis fressen. Du kannst alles fressen, was du willst, ne? Mhm. Weil, Digga, es ist einfach so, wenn du Cereal schlecht bewertest, unter A meiner Meinung nach, dann ist es auch einfach deine Schuld, weil dann frisst du ja die Scheiße, weißt du? Du entscheidest dich ja, Scheiße zu fressen. Mhm. Du kannst ja in den Laden gehen und sagen, ey, das ist scheiße, ich hol mir das nicht, ich hol mir jetzt ein anderes. Mhm. Jetzt das Ding, warum ich es nicht auf S packe, du kannst Cereal halt auch entspannt abends snacken. Es ist nicht nur so ein geiler Frühstückssnack, es ist halt so ein Allrounder. Aber machst du das nicht sogar noch besser? Ah ja, aber wir bewerten ja Frühstück und nicht Abend, checkst du? Und deswegen ist es als Frühstück nur ein A. Checkst du? Ja. Charlie, also eingedeutscht würdest du sagen, wir bewerten Müsli. Bro, das Ding ist aber, jetzt kommt mein, warum ich das nicht mag. Ich bin ganz ehrlich, ja. Es fühlt sich nicht geil an, das zu essen, weißt du? Finde ich. Weißt du, wenn ich mir jetzt so eine Packung, egal was, ich tue mir so eine Packung. Ah ne, Knusperflocken ist was anderes. Cinemini-Scheißteile machen und ich esse die. Das ist. Cereals sind immer süß eigentlich. Aber wenn ich was Süßes esse, das kann ich nicht auf S packen. Weil da fühle ich mich danach nicht geil. Ich würde das auf eine C packen. Ich würde sagen, wir finden einen Kompromiss und machen B. Was? Du würdest Cereal auf C packen? Ja, ich finde das nicht geil. Du hast doch gesoffen. Digga, erklär, das ist der Carry. Der, stell dir vor, du hast so, keine Ahnung, brühst 10 Minuten Zeit. Dann nimmst du dir entweder eine Banane oder stellst ein geiles Cereal, Digga. Wallah, Bibi, wie kannst du das auf C packen? Digga, es ist schnell, es ist eine Soße, die du dir raussuchst, die dann für dich ja geil ist, weil wenn es dir nicht schmeckt, hast du es dir rausgesucht, die Scheiße. Es ist unkompliziert, einfach zu snacken. Hat gut viel Kalorien und Kohlenhydrate, das ist ein Art hier. Das ist nicht überkrank, aber es ist halt von dem Süßen, dass das am geilsten ist, am schnellsten ist und am meisten Wirkung zeigt. Weil, Digga, Das Problem ist bloß, ich mag nichts Süßes. Ja, aber trotzdem, du kannst, nur weil du es nicht magst, Bro, es ist ein Allrounder. Ja, ich würde trotzdem sagen, wir machen B. Na komm, mach's doch. B, ja komm, wir machen B. Aber trotzdem bonus. Es ist ein Allrounder, eigentlich. Okay, wir machen B. Es ist bonus. Wir machen B. Dann ist es aber auch High B, ne? Dir noch, okay, von mir aus. Dir noch einen schönen Abend, Sommer. Was hier als nächstes? Ist das Omelette? Okay. Omelette. Oh, Omelette. Digga, bin ich dir ehrlich? Ich fühle Ei zum Frühstück nicht so in Omelette-Form, sondern kennst du das? Wenn du die so aufkochen lässt, dass die so innen drin flüssig sind, so ist es geil frühs. Aber ein Omelette fühle ich gar nicht frühs. Das wäre straight up D für mich, Digga. Mhm. Omelette früh, noch nie gegessen. Nein. Es ist halt wirklich nicht so geil, ist das Ding. Es ist so mäßig so. Weil ich meine, ich esse ja jetzt eh kein Ei, aber ich habe Ei noch nie gemocht. Also ich würde sagen, vielleicht so, ich weiß nicht. Also ich würde sagen C. Ja, akzeptiere ich aber auch noch. C, ja, C. Aber höher als passt. C kann's nicht gehen. Was ist das nächste? Was ist das für eine Scheiße? Das weiß ich auch nicht, Digga. Sieht aus wie Sauerkraut. Was ist das? Aber um ehrlich zu sein, es sieht auch gar nicht appetitlich aus. Kannst du direkt auf D, Digga, mach das weg. Keine Ahnung, weil wir skippen das mal. Was ist das? Was ist das? Was? Das. Ach, hier, ich weiß, was das ist. Ja. Das sind so
Das sind so extra, also das ist nicht so, also es ist wie Toast-mäßig, du kannst toasten, aber das hat so eine andere Konsistenz und es schmeckt auch so anders. Das sind so runde, wie so, so Burger-Buns. Die kenne ich, ja. Ah, die sind geil. Die sind big. Die sind geil. Ja, die sind wirklich nicht schlecht. Aber die sind halt hier nur mit Butter. Das ist das Problem. Ich würd das mit dem Butter. Wir gehen jetzt mal von aus, wir machen es mit allem. Was? Wir können es mit allem. Dann legit straight up. S. Ah, S. Nein, Bro, nicht S. Da gibt's ja, okay, so geil ist es dann auch nicht. Okay. A können wir safe. Also tut direkt auf S. Ja, okay, S muss man sich aufsparen. Das stimmt. Ja, wir machen A. Was ist das nächste? Soll das ein Bagel sein? So unbelegter Bagel? Ja, warte, lass mich gucken. Ich glaube aber ja. Ich glaube, das ist ein Bagel. Bro, das hatte ich noch nie, aber das ist doch von der Konsistenz wie so ein Brötchen eigentlich, oder? Digga, Bagel ist auch big. Bagel ist big. Jetzt kommt noch das Problem, was ich damit verbinde. Wie oft isst du einen Bagel? Ja gut, das kommt aber drauf an, weil, also ich meine jetzt in Amerika zum Beispiel, da würdest du viel öfters Bagel essen. Ja, aber sind wir in Amerika? Bro, du kannst ja nicht eine Tierlist machen auf wäre, was, wenn, wo. Du machst eine Tierlist auf jetzt gerade. Und Digga, wie oft isst du einen Bagel? Richtig. Also pack das auf, Digga, B oder so. Voila. Ja, okay, wir machen B. Ich meine, es ist eigentlich vom Ding her wie ein Brötchen, aber es hat halt einfach eine ungünstigere Form, stimmt eigentlich. Ja, und du isst es halt nie. Hier in Deutschland. Wie mein Frühstück meistens aussieht, Bro. Mein Frühstück entweder gar nichts oder da steht einfach irgendein Brot mit irgendwas drauf. Stark. Oder wenn ich die Nacht durchgemacht habe und ich habe irgendwie nochmal Hunger bekommen, irgendwas getoastet ist mit irgendwas drauf. Ja. So, als nächstes. Also Sandwich, nicht getoastet, Sandwich. Muffins. Ja. So, und jetzt kommt straight up B4. Leute, die Muffins zum Frühstück essen, sind die größten Psychopathen im Leben. Ja. Wer frisst denn? Digga, wer geht denn hin und sagt sich so, ich bin aufgestanden, hab eine Nacht überlebt. Digga, guck mal, ich hab hier Brötchen, Cereal, kann mir Nutella-Brot schmieren, geil Toast aufbacken, Brötchen aufbacken. Ich nehm den Muffin. Haha, mach die Scheiße. Weißt du was? Nein. Ja, Muffin ist zum Frühstück wirklich nicht geil. Du machst jetzt ein neues Tier und schreibst einfach noch komisch hin. Mach ein neues Tier in die Tierlist und schreib komisch hin. Und da packst du Muffins rein. Das machen nur komische Leute. Ist mir scheißegal, was du... Ist mir egal. Ich will ein neues Tier, komisch. Goofy. Ja, zack. So, da kommt der Hurensohn rein. Zack. Mach den... Goofy, weg mit ihm. Goofy AF. So, und wenn ich das nächste sehe, kriege ich auch schon wieder Anfälle, ne? Weißt du, wie ich es bewerten würde? Was? Ich würde Brot generell machen. Nicht nur mit Avocado. Nee. Mit Avocado. Nein. Wir haben Brot und so noch unten. Haben wir noch extra? Ja, wir haben da noch einen Toast. Ach ja, stimmt. Zum Beispiel. Okay. So, und deswegen, das kannst du direkt mit auf D oder Goofy packen, weil da kriege ich schon wieder so einen Hals. Das ist ein Essen. Das Essen so diese Möchtegern-Wichser, die auf TikTok seit 2 Tagen sich irgendwelche Healthy-Kack-Wichs-Scheiß-Videos angucken und sagen... Also, wenn du früh aufstehst, dann willst du schon mal mit dem Quacamole-Toast starten, sonst geht's ja gar nichts. Dann halt's Maul, du Hurensohn. Ich möchte aus dem Bett kommen und mich gut fühlen. Und dann esse ich doch kein Quacamole-Toast oder so, Digga. Wo ich mir denke, Digga, davon werde ich halb satt und mein Magen knurrt nach 5 Minuten wieder. Mach das weg. Aber Avocado schmeckt ehrlich auch nicht so geil, finde ich. Und das auch noch. Es schmeckt einfach nach nix. Du frisst einfach ein Brot mit nix. Phil, so, weiß schon, weiß ich noch nicht. Oh, so. Jetzt wird's geil. Was ist das? Das sind Cinnamon Rolls. Okay, hab ich noch nie gegessen. Digga, es ist kein S. Vor allem nicht, wenn du es früh isst. Aber Cinnamon Rolls sind so lecker, schmecker gut. Mach das bitte auf A. Voila, die sind auf früh. Okay, ich vertraue dir, wir machen A. Wir machen die Scheiße geil. Auf A. Also richtig gutes Cinnamon Roll. Ich rede jetzt von wirklich guten, ne? Nicht so von diesen Lidl 2-Euro-Dingern, Digga. Die sind scheiße. Aber so beim Bäcker so geile Cinnamon Rolls. Da krieg ich schon Orgasmus. Ja, ich denke mal, Charlie, dass es da mit Zimtschnecken gemeint sind. Das sind ja Zimtschnecken, ne? Ja, so in die Richtung. Ja. Früchte, okay, lass mich zuerst sagen. Wenn du nur Früchte früh essen würdest, wäre nicht geil. Aber. Wenn du das so dazu so, wenn du so Früchte so
noch so mäßig als Beilage. Ja, als ja. Beilage. Da kannst du nichts gegen Früchte sagen. Na, weiß ich nicht. Also pass auf. Ich würde Früchte in B packen, wie Charlie sagt. Das ist so solide so, weißt du? Ich würde sogar C nehmen, weil ich fühle deinen Punkt auf jeden Fall. Das hast du recht. Aber du hast halt hier einen bunten Früchteteller, ne? Aha. Und das Problem ist, da sind halt so Früchte drauf wie Orange, Melone, Ananas. Die würde kein Mensch zum Frühstück essen. Aber hey, wenn doch, du eine Melone zum Frühstück, easy. Er frisst eine Melone, Digga, bist du ein Panzer? Digga, yo man, no. Digga, frisst ein Apfel, eine Banane, eine Kiwi, so Beeren. Aber Digga, eine Melone zum Frühstück? Digga, du hast doch, Digga, hey, Diabetes. Eine Melone zum Frühstück ist der most casual bist, shit ever. Du bist ein Diabetes, Mann. Du bist ein Diabetes. Oh, das sagt mir der, der gerade eben Zimtschnecken auf der Haar gepackt hat. Ja, die sind halt geil, aber doch keine Melone zum Frühstück, Digga. Hä, eine Melone? Ja, ich esse doch keine ganze Melone, so ein Stück halt. Melone ist echt geil. Digga, nachmittags 30 Grad, okay, man. Stopfte die Melonenstücke in dein Popo-Loch rein. Aber Digga, wenn du frühst aufstehst und mir Deadass sagst, du gehst im Kühlschrank und rippst eine Melonenscheibe raus, schnapp ich dir das Vieh in die Fresse. Die Melonen, jetzt mal vielleicht unpopular opinion, aber man sollte Melonen nicht so mäßig so in der Scheibe essen. Das ist scheiße. Man sollte Melonen so mit so einer Gabel in so scheibenlose Stücken. Ja, das fühle ich auch, ja, in so Stückchen. Ja. Aber trotzdem, das macht kein Mensch früh. Kein Mensch macht sich früh eine Melonenschale. Egal. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin so ein Mensch, ich unterscheide nicht in Uhrzeiten, was das Essen angeht. Ich kann auch früh, wenn ich Bock habe und ich habe noch was zum Aufwärmen da, dann esse ich früh auch gleich irgendeine Pizza oder so. Na gut, ja, das habe ich auch schon gemacht. Auch in kalt, das stimmt. Nee, aber nicht kalt, schön warm oder Pasta ich habe es immer kalt. Ja, Digga, aber ich kann, nee, ich komme mit meinem Gewissen nicht klar, früh den B zu packen. Ich bin ehrlich. Das tut mir dann in der Seele weh. Dann machen wir einen Kompromiss auf C. Weil ich kann Früchte nicht mit Cereal auf einen Platz stellen. Das ist bodenlos. Naja, das ist doch bodenlos. Das macht kein Mensch. Als nächstes so Joghurt mit Früchten mäßig so. Oh mein Gott. Und jetzt kommt mal ein Real Talk vom Kapu. Ich hatte damals ein Schülerpraktikum, ne? Mhm. So im Norma. Das ist so ein Lebensmittelladen. Mhm. Und man darf sich ja, wenn man da arbeitet, vergünstigt ein bisschen die Produkte aus der Warentheke nehmen, selber kaufen und dann verzehren. Mhm. Und jedes Mal in der Frühstückspause habe ich mir so einen Joghurt geholt und es hat mein Leben verändert. Ich war auf einmal auf Wolke 7. Es war das Beste, was mir an diesem, wirklich, ich hatte keinen Bock auf diese 80-jährige Gertrude, die mir wieder kommt. Könnt ihr mir mal sagen, als Mahnkorb? Ich sag nein. Aber als ich dann diesen Joghurt gegessen habe, da war mir alles egal. Da hätte die Filialleiterin reinkommen können und sagen können, Digga, da hat jemand in Gang 5 gekotzt, wisch die Scheiße weg. Ich hätte gesagt, kein Problem, Chef, gib mir einen Mob, ich wisch die Scheiße weg. Es ist einfach nur geil. Es ist geil. Und vor allem mit diesen Crunch-Teilen da oben. Oh, es ist geil. Ganz ehrlich, es ist, obwohl, na, es ist es nicht. Es ist es nicht, aber eigentlich auch schon wieder so ein locker A-Typ. Ja, A würde ich auch sagen. Walla, ist es. Das ist auf Chillo so. Es ist wirklich. Aber dann, ganz ehrlich, können wir Kompromiss machen? Ja. Bei A, ganz vorne. Ganz vorne bei A. Okay, geh ich mit. Weil das ist so ein Highlight. Das kann man sich mal so als Highlight. Es ist wirklich so ein Highlight. Also, ich empfehle es jetzt nicht, wie ich es gemacht habe, jede Woche zu fressen und jeden Tag. Weißt du, was ich zuerst dachte, was du sagst? Ich habe Praktikum bei Norma gemacht und ich habe mir jeden Früh so ein Ding gezogen. Das hat mein Leben verändert. Ich habe jetzt Diabetes in höchster Stufe. Digga. Komm weiter. So, als nächstes haben wir hier, keine Ahnung, was für eine Scheiße ist. Das ist Leberkäse. Goofy, wie kommt, mach's weg. Der trifft den Leberkäse. Das ist Goofy. Also, ich habe auch nie gefühlt, was Leute an Speck fühlen. Digga, Speck ist big. Auf dem Burger fand ich das okay. Nein, Speck ist big. Aber isst du halt auch nie, ne? Das isst man nicht. Das essen die in UK oder so, aber da tun die sich auch irgendwelche Bohnen dazu machen, die aussehen, wie als hätten sie die fünfmal ausgeschissen. Weißt du was? T oder D? Honestly, es ist zwar nice, aber T oder D? Ich würde B sagen, es ist eigentlich nicht. Komm, dann pack. Ja, es wäre schön so. Was ist das? Irgendwas mit Käse überbacken. Weißt du, was das ist? Nein. Mach weiter.
Okay, was lassen wir noch aus? So, wir machen eine extra Stufe mit I don't know. I don't know, man. Oh, das wird blau. So, da tun wir die zwei Goofies mal rein. Speck, was für Speck S oder A? Nee, das hat Speck nicht verdient. Was, wer hat das geschrieben? Was? Nein, no way, Speck auf S oder A, walla nicht, nein. So. Komm weiter. Nächstes. Das sind diese Bohnen. Scheiß Bohnen. Nee. Die kannst du nicht. Goofy. Ja, Goofy, müssen wir gar nicht drüber reden, Alter. Was das ist. Digga, da kommt mir da so ein Typ mit der verfickten Mütze, die 5 Meter hoch ist. Hello, Sir, I like beans in my fucking egg. Na, meme. Get the fuck out. No beans. Was ist das nächste? Soll das irgendwie Kartoffelstückchen sein? Aber nee, das ist da hinten. Keine Ahnung, Digga. Mach's auf I don't know. Kartoffel kommt hinten. Oh, die sind nice. Was ist das? Das ist so mäßig. Kenn ich das? Ich weiß nicht, ob dir der Name. Also, das heißt unterschiedlich, aber bei mir heißt. Also, ich kenne das unter Rösti, weißt du? Das, ja! Ja. Oh, Rösti sind geil, ne? Ja. Ach, das wird ja. In Amerika wird es auch Hashbrown genannt. Ich glaub, das ist aber so ein B. Ich würde es sogar auf A machen. Nein. So, jetzt pass auf. Ja. Und da stelle ich dir das Ultimatum. Du willst Röstis auf A packen? Ja. Guck mal, was auf A ist. Setz das mal in Kontrast zueinander. Ja, du kannst würdest es nicht sagen, ja, stimmt. So ein Rösti kommt an so einen Joghurt oder aber, an so aber eine... ich würde es vor Bagel machen. Du kannst, ja, vor Bagel. Ja, ich würde es vor Bagel auf B machen. Soll ich dir eine unpopular Opinion sagen? Ja. Ich glaube sogar, den Joghurt könntest du auf S hochmachen. Ich bin irgendwie... Ich würde noch warten. Okay. So, was auch... Ist das Fischbrötchen? Nein, das ist Mashed Potato, Digga. Oh, ach ja, stimmt. Ja, Mashed Potato? Ja, das ist Goofy. Nee, mach auf D. Ich kann es fühlen. Ich verstehe vielleicht, wo es herkommt so. Nee, das ist doch Goofy. Wer ist denn das? Nein, Digga. Ja, okay, wir machen auf Mashed D, Potato weil es ist schon machen. Besser als eine Bohne. Das stimmt schon. Schon besser als eine Bohne? Okay, was kommt jetzt? Wie ist das? Oh mein Gott, ich glaube, ich kenne das. Das ist das? Dieser, in Amerika gibt es doch diesen, so Art Schinken so, der so in so eine Form gepresst ist, so. Dieser richtige Billo-Schinken, der so, den du isst und du bekommst vielleicht irgendeine Krebsstufe oder so, ja, das ist ja, cool. Ja, Goofy, ey. Nee, weißt du was, du machst noch eine neue Stufe. Krankheitserregend. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja, Digga. Mach das auch grün schön, die Stufe, ne? Schön grün, so ein richtig geiles. Lodernes Grün, Junge. Ist da freudig. Digga, irgendwelchen Scheiß, Digga. Ah, das also, ist wirklich shit, das ist wirklich London, shit. Digga, die Londoner tun mir ja leid, Alter. Bro, so Würste, das ist easy high rank. Digga, das ist wirklich big. Das hab ich damals, wo ich noch kleiner war, hab ich immer so, öfters so, war ich im Urlaub so auf so Kreuzfahrtschiffen so. Da hatten die das immer so, ich weiß nicht mehr, was das war, Tui oder so, da hatten die das immer im Dingsbums dort bei der Frühstücksbuffet. Das war richtig big. Ich würde es A machen. A? Das, ja, das ist wirklich big. Das ist wirklich big. Obwohl, ja, okay, true, ja, okay. Ja, ist ein A. Hast du eine Bulette zum Frühstück? Nee, das passt nicht. Warte mal. Also erstmal, schön, dass SpongeBob hier eine vorgekocht hat. Nehm bitte diese verfickte Bulette. Ja. Du ziehst sie jetzt, bitte, ganz, ganz schnell. So goofy ass motherfucker. Das ist, ich esse ja eigentlich zu jeder Uhrzeit alles, aber zum Frühstück her ist noch nie auf die Idee gekommen, mir das zu gönnen. Also, weißt du, was ein Vibe ist? Wenn du so im Urlaub bist so und du hast so und es ist so mittags rum so und es ist so übelst nices Wetter so und du bist so on the beach in so einem Lokal und da kannst du dir so einen geilen Burger oder so. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Warum bin ich heute on fire? Möchte ich nur gerne wissen. Stand im Chat. Und du, es ist so Mittag und du bist in so einem Burger-Lokal. Da ist es geil, aber das muss so. Okay, so ein Burger kommt erst ab um 12 geil. Davor ist es nicht so. Ja. Mhm. Du redest wie ein Löwe. So, als nächstes. Kannst du jetzt mal deinen Discord-Stream ausmachen? Ich mach das jetzt über dein Ding, also über dein YouTube. Okay. So, und jetzt möchte ich, dass alle Hater leise sind, ja? Und du auch. Du hältst jetzt deine Fresse. Ja. Egal, was jetzt kommt, das ist das safeste, safe
fucking S, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Das stimmt, das können wir schon aber auf S packen, egal was jemand sagt, Toast ist S. Wer würde sagen, Frühs, nee, Digga, ich will heute keinen Toast. Digga, so ein schön durchgetoastetes Toast. Drauf, Digga, dann noch so, dann kannst du machen, was du willst. Du willst herzhaft, Käse drauf. Du willst Fleisch haben, Salami. Du willst süß, Nutella. Denn die Grenzen sind endlos. Du kannst alles machen. Du kannst es sogar nicht mal toasten. Du kannst auch ungetoastet lassen. Es ist einfach, es ist ein S. Das ist der Classic. Das ist der Shit. So we're in fucking champion right now. Boah, weißt du, was auch big ist? Ich hab so einen Sandwich-Maker. Da kannst du so zu zwei Toastscheiben rein und dann ist das so das eingemantelt ist so in Toast. Ja, das ist so ein geiles Sandwich, Digga. Ja, das und dann ist auch noch so geil. Mit schönen Käse, wo man das so aufbricht, dann diese Käsefäden ja, so. Ja. Es Toast ist einem, es ist einfach big. Das ist wirklich big. Toast ist wirklich big. Digga, die Scheiße hier, das ist auch so, aber es ist okay. Das würde ich sogar sagen, ja, ist okay. Das ist okay. Ist ein C. Würde ich auch sagen. Das ist zwar so, auf Kram vielleicht ein bisschen gesund, aber das ist ein gutes Gesund. So. Würde ich auch über Omelette packen. Ja, das ist nicht so wie dieses. Das ist nicht so wie dieses, wie das hier, was so auf Krampf so, oh, ich bin jetzt Lifestyle gesund. Ja. Sondern es ist so realer Basis gesund so. Es ist so, wenn du Cereal essen willst, aber dir so denkst, nee, ich mag es nicht so überzuckert, dann machst du den Müsli. Ja. Dann machst du auch so Früchte rein, geil, so eine Mandelmilch oder so. Voilà, fühl ich. Das mit dem Omelette, das darf nicht vor Früchte sein. Ja, mach Früchte vor. Hast recht, komm. Abfahrt. So, Spiegelei habe ich nie gefeiert. Spiegelei finde ich richtig geil. Das Problem ist halt jetzt kommt es halt darauf an, wie du dein Ei gerne hast, ne? Es gibt die Spiegeleiertypen, die Rührei-Typen. Ich bin halt der Spiegeleier-Typ, ne? Jetzt kommt's, ist für mich aber auch eher eine Beilage. Checkst du, was ich meine? Ja. Wenn ich so Frühstück esse, dann habe ich so mein Toast, mein Müsli oder so. Dann denke ich mir vielleicht, okay, noch so ein Rührei dazwischen. Noch so daneben hast du ein Rührei auf dem Teller, reinmanschen. Deswegen für mich auch wie Omelette auf dem C, aber überm Omelette. Verstehst du? Hinter ja, das Omelette, kann ich verstehen. Kann man kochen, ja. Kann man machen. Ja, so. Hartgekochte Eier oder so generell so normale Eier praktisch. Und die finde ich richtig ekelhaft. Vor allem kalt. Kann ich nicht. Wir machen Kompromiss. Ich würde sie trotzdem auf C packen, aber vor Omelette. Ja, okay. Weißt du, dass das so, das ist so die Eier-Kombi, aber man sieht so. Es ist die Eier-Kombi. Oh mein Pancakes, Gott. Pancakes. S. Ich bin am cremen. Ja. Ich bin am cremen. Alter, sind Junge, jedes Mal, wenn ich Pancake hab, ne? Digga, es ist einfach so verdammt geil. Wirklich, ne, vor allem mit Ahornsirup, ne? Ey, wirklich, ich kann ich gar nicht mehr reden. Meine Hose ist nass geworden gerade. Digga, was, ja, Charlie, was für B? Nein, Junge. Ha? Pancakes sind übelst geil. Dem geb ich gleich einen Timeout, Digga. Digga, Pancake, aber nicht über Toast, nein. Aber ich Toast finde, das ist mit das beste Süße, was du früh essen kannst. Ja. Aber, meiner Meinung nach besser ist, Crepes. Und die kommen nämlich jetzt, ne? Ja, ich würde die vor Pancake machen. Nur knapp, aber vor Pancake. Jetzt kann ich dir sagen, du hast absolut recht. Digga, Crepes sind vor allem Nutella drin. Weißt du, wie horny mich das macht? Ja, schön. Nutella reinstopfst. Oh. Vor allen Dingen Krebs, Krebs ist einfach top. Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Krebs. Das ist eigentlich fast schon genauso wie mit dem Toast. Du kannst so viel bei Krebs reinmachen. So basic ist mäßig so Nutella. Es gibt aber auch Leute, die machen da einen Vanilleeis drauf oder die machen das mit Sahne. So, weißt du, du kannst da alles machen. So. Ja. So, das ist auch so ein Amerika-Ding. Ich glaube, das ist so was ähnliches wie Hash Browns, aber ich glaube nicht so geil. Das ist Fisch, Bruder. Ist das Fisch? Nee, das ist doch auch wie Hashbrown, oder? Nein, ich glaube, das ist Fisch. Sieht mir aus wie ein Fischfilet. Warte mal, das muss ich jetzt mal googeln. Weil ich glaube, es gibt nämlich auch. Ja, das sind auch Hashbrowns. Das ist basically dasselbe. Man kann es ja direkt dahinter packen, da braucht man ja nicht lang reden. Ja, das ist basically dasselbe. Also, es kann entweder so oder halt dann so Rösti-mäßig sein. Ja, dann mach's dahinter. Ja. Ich finde, das sieht optisch nicht so geil aus, deswegen würde ich es dahinter machen, aber es ist trotzdem, denke ich mal, nice. Ja, Charlie, hat jeder seine Opinion, ne? Ja. So, was ist das für ein Ding? Das sind Kartoffelstückchen. Das würde ich aber nicht früh essen.
Nee, das ist auch absolut goofy. Das ist legit goofy. Das ist goofy. So, jetzt haben wir nochmal Bagel, noch einen kleinen. Aber weißt du, das hat einen höheren Rank, weil das sind noch so Körner oben drauf. Und es ist auch kleiner und kompakter. Ja. Und das ist nicht so ein übertrieben. Guck mal hier, Digga, du hättest hier fucking, Junge, es könnte fucking Boxgürtel sein. Das Junge. Ist Rainer Winklers fucking Scheißwurst, Digga. Oder das ist legit vor dem normalen Bagel, aber auch nicht über Hashbrown. Croissant würde ich auch essen. Nein! Ach, so, jetzt gibt es nein. Ja. Akzeptiere ich. Ja. Aber S kannst du kein Croissant packen, finde ich. Nicht mit Pancakes, Crepes und so. Stimmt, weil Croissant, das kannst du nicht so extrem geil kombinieren. Da passt eigentlich nur Nutella dazu. Nee, du kannst auch herzhaft machen, so Schinken, Käse oder so. Aber ich würde es vor die Wurst packen. Vor die Wurst, ja. Ja. So. Und jetzt sind wir mal wieder im Goofy-Tier angelangt. Gleiches Spiel. Doch. Nein. Digga, das ist für mich das gleiche wie mit den Muffins. Voila, du kannst doch nicht frühst einen Donut verdrücken. Nein, so als... Digga, bist du Polizist? Als... Nein, du bist nicht Polizist, Mann. Als du sagst so. Nein. Boah, ich habe in meiner Kindheit immer danach noch einen Donut gegessen. Ja, deswegen bist du auch so, wie du bist geworden. Mach das auf Goofy. Nein. Doch, Junge, Digga, nein, dagegen protestiere ich. Donut ist mehr wert als Goofy. Ich lasse meinen Donut nicht auf Cereal, Goofy. Ich habe mein Cereal auf B runterranken lassen. Also wirst du deinen Donut auf Goofy packen und es ist eine invalid Tierlist. Kein normal denkender Mensch nimmt einen. Digga, jetzt schreibt Charlie. Nee, Donut ist aber auch. Donut ist aber auch gut. Nee, Donut ist gut. Donut ist gut. Nee. Doch. Wenn du frisst keinen Donut früh. Und ich lass es mir auch nicht sagen, dass Donut auf der Stufe mit Hashbrowns und Cereal ist. Hell nah, man. Hell nah. Da kommt kein Donut der Welt hin. Nicht mal der geile fucking Oreo-Donut oder Milka-Donut kommt. Na, das ist ja auch scheiße. Weißt du, ich war damals bei meinem Bäcker, der hatte immer so übelst geil. Das war so richtig soft. Du hast da reingebissen, es war wie eine Wolke. Und dann war das so richtig so, noch so leicht warme Schokolade. Ist mir scheißegal, wie warm der war oder so. Der kommt nicht. Ich akzeptiere vielleicht noch D. Aber höher als D. D mit einem Avocado-Brot. Was ist denn das für eine Beleidigung? Obwohl, ja, Donut? Okay, dann C. Dann C. Aber höher als C kommt. Digga, der arme Donut, Alter. Junge, da könntest Digga, du. Ihr seid keine Polizisten. Nehmt euer Polizeiwagen da und schießt ein paar Leute nieder, aber verbisst euch mit dem Donut zum Frühstück. Es ist mir egal. Weißt du. Das hört doch nicht die Donut. Ich wollte letztens so einem Video zu so einem Typ. Nein, was? Pass auf, wenn Charlie sagt, mach Donut B. Gut, dann macht Donut B, aber dann hebt ihr fucking Cereal auf A hoch. Ist mir scheißegal. Ich lass Cereal dann ja, okay, nicht auf B, okay, okay, okay. Wenn es darum geht, okay. Aber vor den Bagel-Scheiß, so. Ich wollte letztens... Und aber dann hier, nee. Dann kommt Cereal aber auch noch ein bisschen über Croissant-Minion. Also, Cereal ist ja locker über einer Wurst und Croissant. Na. Doch. Wenn du Cereals jeden Tag isst, deine Kindheit über, dann hast du danach Diabetes Typ 300 gefühlt. Ey, das hast du bei Donuts auch. Was ist denn das für ein Argument? Aber das ist ja, Donut ist ja, das ist ja ein richtiges Reward. Bei einem Cereal denkst du nicht, oh, das ist ein Reward. Digga, wenn du so ein geiles Cereal im Küche stehen hast, worauf du richtig Bock hast, so keine Ahnung, sag mir mal, du hast so richtig Bock auf dein Honigmüsli, dann ist es für dich jeden Tag ein Reward. Und wie gesagt, es ist mehrzügig einsetzbar. Voila, tu es bitte über dieses scheiß Croissant. Mach Wee runter und mach Ich bin Fettsack aus Amerika hoch. Das ist nicht so schwer. Guck nicht so dumm in die Kamera, als würdest du gerade denken, als wärst du Einstein. Nimm dieses verfickte Cereal. Du musst nicht drüber nachdenken. Es ist so obvious. Du hast gerade einen Donut auf B-Tier gepackt. Die Tierlist ist eh schon gefühlt zu 50% invalid. Also nimm das verfickte Cereal und pack's jetzt über das Croissant, bevor ich mich absolut vergesse und dir eine Bombe fucking nach Hause in die E-Mail senden werde. Danke. In die E-Mail. So, weiter geht's. Was haben wir jetzt? Ist das Baklava? Nein, Junge, es sieht doch kein Baklava aus. Ich weiß ja nicht, was das ist. Das sieht aus wie, keine Ahnung was. Worum geht es eigentlich? Es geht um Frühstücksessen-Tierlist. Kannst du mich grüßen? Moin Adriano, Grüße gehen an dich raus, Adriano. Grüße. Ach, das auf I don't know. Keine Ahnung, was die Scheiße ist. Ah, keine Ahnung, das ist schon wieder komisch. So. Steak. Und die, also jetzt, das ist goofy. Wer zum Fick frisst denn das gerade eigentlich schon auf Krankheitserregend?
Ja, mach weg. Wer setzt sich den Dad Ass hin und sagt so, Mutti, ich möchte jetzt einen Braten, Digga. Nein, Digga, Mashed Potatoes, ja, das ist genauso krankheitserregend. Ich esse doch keinen fucking Kartoffelbrei, Alter. Zum Frühstück. Kartoffelbrei früh ist auch komisch. So. Eine Scheiße. So, Leute, jetzt das ist doch die Frage. Hier. Nein, warte. Tun wir den Joghurt noch auf S anheben? Ich weiß nicht. Der Joghurt ist halt aber schon krank, ne? Es ist nicht so geil, weißt du? Jetzt aber, na, aber überleg doch mal, wieder im Kontrast mit Würsten und Croissant. Auf einem Tier, den Joghurt, diesen geilen, den man sich so einmal gönnt, aber der halt wirklich von Gott geschaffen wurde. Finde ich werde. Ich würde ihn halt von ganz unten auf S tun, bin ich dir ehrlich. So hinter allem, aber trotzdem auf S. Digga, diese scheiß zwei Joghurtbecher. Ich weiß es nicht. Oh, doch, ist... ich würde es fühlen. Das ist meine Meinung. Es ist nicht so geil. Ich würde auch denkst, A sagen. Es ist ein gutes nein. A, aber kein S. Nein, es ist eigentlich schon low-key S. Du weißt es. Nee, aber wenn du ein S isst, dann denkst du dir so, Bro, da ist alles perfekt. Aber es ist halt alles perfekt. Guck mal, denk doch nochmal nach. Fühl dich nochmal in die Lage. Du isst den zwar selten. Ne? Den, also auch aus meiner Sicht, man isst den selten. Aber jedes Mal, wenn du dann so eintauchst, ne? Also so auf diesem Löffel so Joghurt, dann noch so eine Frucht, auf die du Bock hattest und diese Crunch-Teile. Und jedes Mal ist es so frisch und so kühl und dann hast du noch diesen Crunch-Effekt drin. Es ist geil. Es ist geil. Komm. Ich weiß nicht. Tu's. Scheiß auf deine Zuschauer. Voila, ich weiß, du guckst im Chat. Du guckst in deinen Chat und die sagen alle A, weil die keine Ahnung haben, Mann. Das sind Goofies, Digga. Die wissen gar nicht. Ich hab Finanzamt getribbelt. Ich bin in Dubai. Ah, Digga, wirklich, walla. Es ist low-key ein S-Tier. Ich weiß es nicht. Doch. Güte. Es ist so, weißt du, so... Geil. Es ist richtig big. Digga, jetzt fängt er auch mit S an. Digga, was ja, weil er Ahnung hat. S. S. Es ist aber nicht so geil, dass ich... Och, Digga. Junge, du Digga, bist nicht Pancakes. Geil, runter, Charlie. Was bist du für ein falscher Mensch? Okay, Charlie, für dich. Okay, Junge, top Pancakes bleiben da. So, Ende der Liste. Das war's. Am Tag krieg ich's. Wir haben die Liste fertig.